Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Teil 10 von Callisto Protokoll. Und ich bin gespannt, was jetzt alles noch auf mich zukommt. Warte mal gerade mal, bis das Ding fertig ist. Entschlüssler. Aha. Oh je. Oh nein, 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 nein. Zum Teufel ist sie! Ah, ich hab's gewusst! Wollt ihr ein bisschen Ruhe? Also, verdammt, halt die Klappe. Was ist dein Problem? Ich stehe. Ist ja leichter.
Wenigstens muss ich nicht fahren. Zum Hangar geht's da lang. Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Bin gleich wieder da. Was? So rennt der blöde Hund nicht. In der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Was hatten die gedacht, dass da jetzt drin ist? Hier lang. Was dachtest du, würdest du finden? UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Zur Flucht benutzt. Das Schiff wartet im Orbit.
Ich aktiviere den Fernruf. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, und daraus sind wir losgeflogen. Das erinnere mich. Gut. Ich könnte nur so ein blödes Ding gebrauchen. Schau dir diese Leichen an. Sie töten alle. Warte, um zu bleiben. Jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Das wird kurz dauern. Zurück in die Zelle. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Jo! Sind gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Und warum glaube ich, dass wir jetzt ganz gewaltig Gesellschaft kriegen? Ich mach gar nichts. Ja, man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht haben sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura, ihre Reise war besonders wild. Den ganzen Weg von Europa. Was haben sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Lass mich raten, das Ding schießt das Flugzeug ab. Wenn dies ihr Ende ist, haben sie sich meinen Respekt verdient. Ernsthaft?
Sag mal, du musst doch irgendwie einen Weg rauskommen, verdammte Kacke. Ah, vielleicht nochmal rechts dran vorbei. Ey, was ist da da los, ey? Ey, sag mal, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ah! Sorry, mein Fehler. Was ist denn für ein Mist, ey? Wo soll ich denn da dran vorbei, verdammte Scheiße? Ich verstehe das nicht, wo ich da hin soll. Also rechts dran vorbei mit Sicherheit nicht. Ja, Wahnsinn. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich mach gar nichts, ne? Wollte ich nur kurz dazu gesagt haben.
funktioniert doch. Der funktioniert bestimmt wieder nicht. Eine tiefe Einwartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Komm. Naja, wenigstens sind wir zu zweit. Das ist doch schon mal viel wert. Ich hätte gescheiter die Gäusche gehalten. Ich sehe noch einen. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Frage ist. Ah ja. Ja, das ist ja aber noch relativ entspannend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber ich halte lieber die Gosche. Springt ihr da nicht drüber? Hallo?
Ah, jetzt auf einmal. Hat mich doch runtergeschmissen. Verzähl mir nichts vom Krieg. Hast du das nicht gesehen, wie die dir. Ey! Alter! Ey! Weiber! Das für ein Vieh. Ist der blind? Drecksau! Ich wollte mal meine Knarre nachfüllen, genau. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wie zum Geier komme ich hier raus? Ah ja. Da geht's weiter. Jo. Ich würde aber sagen, bevor wir da jetzt... Leise jetzt.
das Ding durchstürmen, werden wir hier erst einmal definitiv einen Cut reinmachen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle Ciao mit V und bis zum nächsten Mal.